Hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind beim nächsten Part von Lego Marvel Super Heroes angelangt. Ich glaube, Part 37 müsste es sein. Und wir haben hier diese kleinen... da läuft das Ding aber komisch. Er kommt da gar nicht hoch, okay. Achso, das ist so ein Laufbahn-Ding. Wir wussten gar nicht, wie wir diese Dinger hier genau kaputt machen, aber irgendwie haben wir es dann irgendwie geschafft, so irgendwie. Und ja, irgendwie muss ich jetzt überlegen, wie ich da hochkomme. Vielleicht mit Spider-Man, der kann sich an die Decke hängen, denke ich. Ja, kann er. Haha, bin ich gut. Aber wir brauchen hier diese Stromtusse. Wahrscheinlich. Die kann ja schweben, ne? Ja. Nice. Perfekt. Ja. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich auch mal wieder normal hinstellen. Die Blitze kommen natürlich durch das Glas hindurch. Das ist überhaupt kein Ding für die Alte hier. Und zack, klaren wir das auf und alle Probleme sind gelöst. Schmähen, jetzt kommt er locker hoch. Okay, die Fahrtrichtung wird geändert. Das Ding bitte. Guck mal, wie die warten. Die kämpfen gar nicht. Hä? Alter, wo kommen die alle her? Alter, wie macht man die denn kaputt? Komische Teile, echt komische Teile. Ich hab's immer noch nicht raus, wie man die kaputt macht. Aber na gut. Spider-Man. Mein Spinnensinn. Ja, das Spinnensinn. Oh ja, toll, das ist so schön. Kleiner behinderter Spasti, ey. Spasti. So. Mach den Kack hier dran, dann kann Captain America kann er dann Opet machen. Könntet mir mal in die Comments schreiben, ob ihr es witziger findet, wenn ich mich aufrege oder wenn ich einfach ganz gelassen das ganze Game finde, Spiele finde, sag ich schon. Also schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wenn ihr den Part hier seht. Während eines anderen Parts werdet ihr es sowieso nicht mitbekommen. Jetzt, Alter, diese dumme Hexe! Mann! Bau das da dran! Und baller dein Ding da rein! Ja, Mann! So muss das laufen! Sorry, wenn ich übersteuere oder so. Kommt mal vorne, ich meine, jeder hat mal schlechte Zeit und ja. Kommt halt vor und so. Spidey. Spidey. Ach, der chillt da unten einfach noch so. Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Oh. Er muss echt erkennen, dass er hier das kaputt machen muss. Warnung. Angrenzende Verbindungsbrücke ist nicht sicher. Von einem Fortfahren ist abzuraten. Das sagen die immer. Ja, die wollen uns doch nur... Die wollen uns nur abhalten. Ich schwöre. Ich bin gleich tot. Und so verliere ich immer mehr coole Lego-Steine. Ach, pff. Dann geht ihr noch. Oder muss ich einfach nur lange genug ausweichen? Ich weiß es echt nicht. Könnte natürlich sein. Was muss ich denn hier alles machen? Verrückt. Hier muss ich was mit Spidey-Tuten tun. Spidey, hallo. Was ist doch hier? Ja, was ist doch hier? Ah, da kannst du hochklettern. Das ist aber schön. Das dritte Teil, was ich sehe. Also irgendwie immer, also umso weiter ich komme, desto mehr komische Viecher finde ich. Kann nicht sein. Komm, machen wir das Ding mal open hier. Open oder Dray oder was auch immer. Schön gemacht. Wenn du sonst schon nichts, zu nichts gebrauchen bist, dann
Ich war das Mindeste, sagen wir es mal so. Ich war das Mindeste. So. Das Ding auch noch drehen, dann löst sich das, dann dreht sich das wahrscheinlich ein bisschen. Und dann kann er das aufreißen. Ah, ne. Muss wahrscheinlich jetzt erstmal der Blitz da rein. Und dann kann er das aufreißen. So. Ne, andere. Andere Ducke. Zack, und jetzt dreht sich das. Von einem Fortfahren wird immer noch abgeraten. Moment. Ich soll rumschreien, damit ich wach werde. Ah, meine Fresse. Das ist aber auch immer so hart, wenn man einen schönen Schulter hinter sich hat und dann noch aufnimmt, ne? Ich meine, ich bin nach der... Oh, wer bin ich? Die Türsteherin. Mal echt, dass der kein Hirn hat, der Typ. Merkt man echt. Ach, die Sachen kann ich kaputt machen? Ach, die Hilfe. Wow! Ja, wir fliegen genau da rein. Gerade dran gewöhnt, ne, und dann sowas. Erinnere mich nächstes Mal nicht, die Panoramaroute zu nehmen. Hier ist Endstation, Metallkopf! Ihr jämmerlichen Würmer, verbeugt euch vor dem Retter der Erde, Dr. Doom! Der Zwischenfall mit dem Tanker war nur ein kleiner Fehler. Ihr haltet mich nicht auf. Was? Wie jetzt? Ist schon der Endkampf? Ach so, ich muss 14, 12... Ach, da oben steht das sogar. Das ist mir nie aufgefallen, war schon immer so. 10, 9, 8, 7, 6. Ich stelle mal, wie viel ich besiegen muss, damit ich eine Attacke auf ihn ausführen kann wahrscheinlich. Ein noch. So. Dr. Doom, was machst du? Wer ist das? Was oder wer ist das? Hey! Chill mal! Wie kann ich ihm Schaden zufügen? Ich geh mal eben gucken, was das hier ist. Wolverine! So kann ich ihm auf jeden Fall nicht schaden. Ach komm, speichern wir mal. Eben. Hä? Das hat mich jetzt verwirrt, weil hier dieses B stand vom Speichern und das X, um ihn zu attackieren irgendwie. Ah, guck mal. Mach ihn fertig, mach ich ihn. Ja. Maske. Was hat der da im Gesicht? Ach, Spider-Man. Spider. Hey, du. Kollege, ich komme gerade so nicht an dein Gesicht ran. Aber einfach mal wegstupsen. Warum steht da keine Dingsanzeige mehr? Wie oft ich das drücken muss, so? Jetzt sollt ihr meine wahre Macht zu spüren. Was für eine wahre Macht? Was kommt jetzt? Aha. Das ist deine wahre Macht, ja? So eine kleine behinderte Kackpistole, ja? Ehrlich? Wollt ihr mich verarschen, oder wie? Ich wollte mich doch verarschen, weil die mich... Du wolltest mich verarschen, das ist nicht deine wahre Kraft. Weil
Dann wir müssen mal eben bauen. Irgendwie. Ich brauche mal jemanden, der ein bisschen basteln kann. Genau. Spider-Man, du machst das. Spider-Man, los. Schön gemacht. Captain America. Where are you? You are dead? Then come back. So. Zack. Wohin? Auf ihn selbst? Ja, wahrscheinlich. Zack. Oder was soll ich damit kaputt schießen? Ach, die andere Waffe wahrscheinlich. Ne, geht gar nicht. Es geht nur das hier. Und... Ach komm, ich ziel einfach auf ihn. Das muss ja irgendwie stimmen, ne? Ach, da oben drauf. Ah, jetzt zeigt es auch Wirkung. Ah, ja, cool. Also auf sowas muss man auch erstmal kommen, ne? Wenn man einfach auf alles hier zielen kann, sozusagen, muss man erstmal drauf kommen, wo man dann im Endeffekt wirklich drauf zielen soll. Oh, Assi, lass ihn in Ruhe! Lass das Ding in Ruhe! Komm, bekomme ich jetzt nochmal eine Anzeige, wie viel ich irgendwie treffen muss oder sowas? Das wäre echt voll cool. Glaubt ihr, ihr könnt gewinnen? Ja? Wie immer. Warum fragen die mich das immer und immer wieder? Bam! Na komm her. Komm. Komm, komm. Dann lass mich doch ihn angreifen. Ihr, die kleinen Pisser, ist doch egal. Alter. Genau. Oh. Mann. Stellen sich 1000 kleine Pisser dazwischen, ey. Und nochmal. Dasselbe von gerade nochmal wiederholen. Oh mein Gott. Der Part ist schon fast zu Ende. Hm, was mache ich denn da? Gucken, vielleicht schaffen wir es noch. Oh, schon wieder genau dasselbe. Hier sind die Entwickler dann doch nicht so erfinderisch gewesen. Irgendwie, keine Ahnung, er setzt sich die ganze Zeit in das Kackding rein, da kommt wieder dieser eine. Na gut, es ist natürlich Abwechslung drin in einer gewissen Art und Weise. Aber, ja, diese wiederholt sich halt. Diese Abwechslung wiederholt sich jetzt die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Du bist der Coolste. So. Alles kaputt machen einmal. So. Nächsten Ring. Und gleich noch den letzten. Dann war Start. Wie kann das sein? Oh, weh. Niemand besiegt Doom. Keiner besiegt Doom. Aber wir schon. Oh Mann. Kommt her, ihr Assis. Alter, die hat auch schon was auf dem Kasten hier, die Alte. Alter Schwede. Die basht ja so weg mit ihrem Scheißwind. Und wir haben den Truppe Liefer bekommen. Au. Ach, da ist der Fetti wieder. Nein. Zu lange gebraucht. Komm her. Komm her. Und... Ja, das war der letzte Ansatz hoffentlich. Reiß hier den Scheiß vom Korb. Spider-Man erledigt den Rest hier. Come on. Zack. Und einmal rumschleudern. Na komm! Und nochmal! Ja. Zack, weg damit, ey. Meine perfekten Maschinen.
Maschinen. Ihr habt sie ruiniert. Ich zerstöre euch. Viel Glück, Mr. Doom. Dr. Mr. Mr. Dr. Doom. Batz! Besiegt? Das ist unmöglich. Ich bin Dr. Doom. Sorry, Doc. Aber weißt du was? Jetzt geht's endlich rund. Ja, box ihn irgendwo hin. Jetzt wissen wir wieder nicht, was mit ihm ist. Ah! Statt dass man ihn einfängt, nein, und einsperrt. Warum? Einfach mal ins Universum boxen. Ja, dann kann er aber wieder irgendwelche Pläne dann ausführen. Tja, warum nicht, ne? Ja, läuft, ne? Läuft, Tropperliffer. Und dann würde ich sagen, 29 von 250. Nicht schlecht. Zeige ich euch noch die nächste Szene. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Bruder Loki, Dooms Plan ist gescheitert. Gib seine Waffe auf! Dooms Plan? Eine Waffe? Über Blitze magst du verfügen, über Fantasie hingegen nicht. Schöner Hut. Galactus, der Planetenfresser. Glaub ich kaum. Ich habe Hunger. Endlich kann ich mich auf eurem jämmerlichen Planeten rächen. Ich werde mir die Macht von Galactus zunutze machen. Er wird die Erde zum Frühstück verschlingen und mir zum Mittagessen helfen, die Kontrolle über Asgard zu erlangen. Wow, dass der sich mal nicht den Magen verstimmt. Das ist ganz schön viel Protein, selbst für einen Typen wie ihn. Meinst du das wirklich ernst, Bruder? All das ein trauriger Racheplan für die Erde und für Asgard? Ja, Bruder. Ich habe meinen Rachefeldzug aus dem Gefängnis heraus geplant. Ich habe nachgedacht, geplant und Dr. Dumm erfolgreich von meinem Plan überzeugt. Und ihr ahntet nichts. Welch genialer Zug von mir! Okay, Leute, an die Arbeit. Avengers, versammelt euch! Ja, ein riesiges Alienwesen will mit Hilfe eines altnordischen Gottes unseren Planeten fressen. Ich bin dran. Danke für Ihren Anruf bei S.H.I.E.L.D. Bitte warten. Danke für Ihren Anruf. Bitte warten. Männer, es sieht nicht gut aus. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Sie müssen ein bisschen flexibler im Denken sein, Direktor. Vielleicht können diese unguten Typen helfen. Technisch gesehen ist das aber wohl auch eine ungute Idee. Lustig. Ich meine, wenn es die Erde nicht mehr gibt, wen sollen sie dann mit ihren bösen Machenschaften bedrohen? Sich gegenseitig? Hallo? Doc, hier ist Nick Fury. Ich habe dir und deinen Freunden einen Vorschlag zu machen. Holt Abomination und Magneto und bringt sie zu Doom. Klingt nach einem riskanten Abenteuer. Und ich liebe riskante Abenteuer. So, das war's für diesen Part. Es freut mich echt, dass du bis hierhin geschaut hast.
Und wenn dir der Part gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch und wenn nicht, dann einen Daumen runter. Und es würde mich freuen, wenn du das natürlich auch mit deinen Freunden irgendwie schaffst zu teilen. Falls du noch mehr sehen möchtest, kannst du gerne auf meinem Kanal stöbern oder guck dir einfach den vorherigen oder nächsten Part an. Bis dann, euer Cody.